Ja, es ist soweit. Die Firma Steambro hat eine eigene Tasche rausgebracht, einen Rucksack, der einerseits ein Slingback ist und ein Rucksack. Und da passt natürlich die Stinger und das Zugehör perfekt rein. Und wenn das irgendwie interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich mache ja jetzt wieder meine ersten Videos nach meiner fetten Verkühlung. Und ja, deswegen werde ich ein bisschen weniger reden über die Tasche von der Firma Steambro. Steambro made in Germany, das heißt, es ist wirklich in Deutschland gemacht. Eine Bogen-Armbrusttasche, die einerseits ein Slingback ist. Ja, hier mit zwei Aufnahmen, die kann man dann auch umbauen in einen richtigen Rucksack, das werden wir dann nachher gleich sehen, mit einem Trageelement und ja, hier gibt es die Möglichkeit, ja, irgendwie Trinkblasen oder Geheimsprechanlagen mit Wurst, ja, in das Innere des Rucksacks reinzukommen. Du kannst das Slingback nach links oder nach rechts umbauen, das ist auch alles möglich. Hier hinten, ja, so ein Pad, ich kann mir das nicht, du weißt schon, die Auflage, wo halt dein Kreuz ist, wo du den Schwitzen anfängst, ne? Oder der Bauch kommt drauf an, wie du es trägst, weil du kannst es auch vorne tragen. Da ist keine Versteifung drin, also das ist wirklich einfach nur eine Tasche, sehr, sehr hochwertig gemacht, das muss ich gleich dazu sagen, sehr, sehr hochwertig gemacht, sehr, sehr hochwertig in Deutschland gemacht. So, das heißt, da ist das Backerl, es ähnelt, und das muss man schon ein bisschen dazu sagen, vom Aufbau, also nicht vom Aufbau innen nicht, das wirst du dann gleich sehen, das ist, da ist nämlich der ganz große Vorteil, weil du unterschiedliche Fächer hast, aber von außen, wenn man so drauf schaut, denkt man sich, okay, geht irgendwo so in die Richtung Tasmanian Tiger Essentials Pack, das macht aber nichts, denn dieser Rucksack hier hat einfach viel mehr Funktionen und eben auch diese Sling- und Rucksack-Funktion, ich würde sagen, das schon ein. Weißt du, ich persönlich trage das, ich habe das jetzt seit 2 oder 3 Wochen, diesen Rucksack hier bei mir und verwende ihn nur als Slingback, aus dem Grund, weil das ist irgendwie total cool. Ja? Du kannst die Stinger, das macht natürlich nur dann wirklich Sinn, wenn du auch das dazugehörige Kit, Umbauset gekauft hast, habe ich auch schon mal vorgestellt, und dass das alles billige Eigenwerbung ist, ist eh klar, du kriegst die ganzen Sachen bei mir im Shop, ich gebe da den Link dazu. Punkt ist, die Armbrust kann man ja zusammenlegen, wenn du dieses Umbau-Kit dir geholt hast. Das bedeutet, dass hier vorne die Möglichkeit besteht, das hier ist eine Survival, aber es geht bei der Tactical oder Compact genauso, hier eben ja, die Bögen mit dem Wechselsystem, mit diesem Adapter hier einzubringen. Ja gut, weil sonst, wenn du die große Armbrust als Ganzes transportieren willst, dann wird die Tasche auch nicht helfen. Da kann ich dir nur aber eines empfehlen, mache ich wirklich immer so in einen Karton. Das heißt, ich gebe es daheim in den Karton hinein, bringe es dann zum Auto, fahre dann hier ins Buschkraftareal auf Waldhulapaté, auf irgendeinem Platz. Übrigens, hier ist natürlich auch das Armbrustschießen und das Bogenschießen auf einigen Plätzen. Wir haben auch einen eigenen Bogenschießstand mit 3D-Tieren erlaubt. Und auch da wäre es so, also da muss man mit der Schachtel kommen. Aber natürlich nicht so, wenn du das zusammenbaubare Set hast. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür. Und den Grundkörper sowie auch den abdehnbaren Schaft. Ich zeige dir das dann nachher auch in einer anderen Konstellation hier in das Hauptfach reingeben. Da ist oben auch noch Platz. Das heißt, du könntest hier jetzt noch Pfeilköcher, auch das Steambro-Messer, das kriegst du alles unter. Dann gibt es hier vorne noch ein Fach. Das ist hier. Und ganz wichtig, dieses Fach hier. Also das schaut irgendwie so aus wie ein Schüttelpenal. Klassische Pfeile, also Botkins und Übungsbolzen, kannst du da locker reingeben. Die gehen sich da auch aus. Du kannst auch ein gesamtes ein Pfeilköcher mit einem Speedloader hier reingeben. Das geht sich auch aus. Aber was du nicht reingeben solltest, sind Broadheads oder auch die langen. Die gehen sich auch nicht aus. Das ist klar. Broadheads könntest du jetzt zum Beispiel mit unseren Adapter reinlegen, also mit unserem modularen Pfeilköcher, ist ganz klar. Aber sonst glaube ich nicht, weil du wirst dir ganz einfach ja, das Teil hier zerschneiden. Da hat man auch das coole Steambro-Logo mit drinnen. Das geht sich auch aus und ja. Aber, da ist noch ein bisschen mehr. Du kannst jetzt auch hergehen und sagen, ich nehme dieses Schüttelpenal raus. Daher habe ich Schüttelpenal gesagt. Meine ich aber nicht negativ, sondern cool. Ja? Du füllst das ein, legst es dann am Tisch beim Schießen und dann kannst du das hier jetzt zum Beispiel wieder aufkletten und dann hast du das wieder alles schön mit dabei. Oder? Wenn du jetzt sagst, okay, ich bin sowieso nur urban unterwegs, da werden wir dann auch noch drüber sprechen, weil die schwarze Version, ich zeige dir die dann auch, die ist eher was für den urbanen Bereich, aber das musst natürlich du für dich selbst entscheiden. Ja, das ist eine Möglichkeit. Und wenn du lange Pfeilebolzen jetzt zum Beispiel transportieren willst, dann hast du auch hier das Fach. Also es ist alles lang genug und es geht sich auch alles sehr schön und gut aus. Also der Aufbau, der innere Aufbau ist meiner persönlichen Ansicht nach für den Einsatz von Armbrüsten, der Steambro Armbrust hier jetzt ja, perfektioniert. Ja? Hier hinten am hinteren Bereich, am
Heck sozusagen gibt es noch die Möglichkeit, hier auch etwas aufzuhängen, zum Beispiel eine Trinkblase oder ähnliches. Das heißt, Steamboat hat sich hier ganz einfach überlegt, diesen Rucksack so modular zu machen, dass er für eine Armbrust perfekt passt, aber auch ja, für den Alltag oder für sportliche Aktivitäten oder für einen kleinen Tagesausflug zum Beispiel. Ich zeige dir hier etwas. Ich kommentiere das nicht weiter, damit das auch klar ist, denn wenn du jetzt, ich gebe dir billige Eigenwerbung, natürlich den Link in meinen Shop, dir deinen Rucksack anschaust, der Preis ist halt auch heiß. Nur, du darfst eins nicht vergessen, da steht nichts ab. Sehr hochwertig, ich muss das einfach einmal so festhalten, ist einfach alles perfekt gemacht. Wirklich schön und perfekt gemacht. Und das hat halt auch seinen Preis. Du hast seitlich auf beiden Seiten noch einmal die Möglichkeit, mit Mollestreifen Ausrüstungsgegenstände drauf zu packen. Ich denke da jetzt zum Beispiel an ein Tasmanian Tiger Tool Pocket für ein Multitool zum Beispiel. Das würde hier seitlich gut dazu passen, weil ein Multitool, also ein Leatherman zum Beispiel oder ein Swiss Tool, das kann man immer mal brauchen unterwegs, besonders wenn man irgendwas mit Armbrust bastelt, irgendwo Schraube drauf gibt oder so weiter. Das passiert mir auch dauernd, auch für das Videodreh. Ich habe hier immer Werkzeug mit dabei, weil sonst muss ich immer wieder heimfahren, weil dann stehe ich im Wald und kann nicht weiter. Also das ist gut gemacht und da gibt es überhaupt nichts zum Sudern. Auch, das habe ich am Anfang jetzt vergessen, es gibt auch hier die Möglichkeit, das Ganze mit einem Kompressionsschlaufen einerseits zu komprimieren, aber was noch dazu kommt ist, du kannst das natürlich auch dazu benutzen, um hier jetzt zum Beispiel eine Jacke draußen drauf zu bringen. Vielseitig, also ich brauche jetzt nicht über das Thema Rucksack, haben sie jetzt nicht neu erfunden, die Firma Steamboat gemeinsam mit dem Hersteller, den ich jetzt gerade vorher hergezeigt habe, aber es ist alles gut durchdacht, auch hier im Frontbereich, zum Beispiel bei dem Slingback, hast du hier jetzt noch einmal Mollestreifen, um Ausrüstung anzubringen, Taschenlampe oder ähnliches, und das habe ich noch kein einziges Mal genutzt, aber das ist natürlich auch dann relevant, wenn du dieses Slingback fixieren willst, weil du dich vielleicht ein bisschen mehr bewegen musst oder laufen musst, ja, weil das hält dann und sitzt dann perfekt. Habe ich jetzt noch nicht genutzt, aber das geht sich auch aus. Und ja, das ist jetzt hier an dieser Stelle angebracht. Trotz alledem könntest du jetzt zum Beispiel dieses Slingback, und da ist noch immer genug Platz, um noch weitere Ausrüstung reinzubringen. Ich meine, schau, da ist jetzt nur mal die Survival drinnen. Ich zeige es dann nachher mit der Tactical auch noch. Aber ja, da ist noch genug Platz für weiteres, aber du kannst es am Bauch tragen, direkt vor dir. Da vorne Klettpatch. Jetzt habe ich natürlich billige Eigenwirkungen meiner eigenen genommen, aber natürlich steht da Steamboat drauf. Ist ganz klar, könntest du auch einen Steamboat-Patch drauf geben, aber ist egal. Hier unten könntest du einen Namen drauf geben oder was auch immer. Also es ist eher so ein taktisch hipper, cooler, sehr gut verarbeiteter Slingback bzw. Rucksack. Ja. Ja, genau. Und das darf man halt nicht vergessen. Du kannst ihn auch tatsächlich in einen Rucksack umbauen mit einem dazugehörigen Brustgurt. Das ist mit wenigen Clips gemacht. Und auch da sieht man, also das ist alles qualitativ sehr hochwertig. Wenn ich das jetzt vergleiche, und das meine ich jetzt gar nicht böse, aber mit einem Miltec-Teil zum Beispiel. Hör zu. Ich selber habe einige Miltec-Rucksäcke im Einsatz und Taschen. Ich finde die gut, haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber es ist halt auch so, da kannst du Glück haben oder ein Pech. Und dann hast du das Pech und dann ist nach 3 Wochen dein Rucksack auch kaputt und das ist unangenehm. Das wird dir hier an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Und das merkt man halt bei den einzelnen Verarbeitungsschritten und bei der Qualität. Ja, schauen wir mal jetzt in den Rucksack rein und machen das im Vergleich mit einer Tactical. Übrigens, für einige, die mir mal Kommentare schreiben, du kannst doch auf der Amarok-Haube das nicht machen, den Wiederverkaufswert. Das Auto wird so lang fahren, bis es kaputt ist. Und derjenige, der das kauft, den wird es wurscht sein, ob ich da ein paar Kratzer reingemacht habe. Aber das ist ein anderes Thema. Hier jetzt zurück. So, jetzt bauen wir mal die Survival aus. Und ich lasse jetzt den Wurfarm hier im System. Übrigens, das ist ein 150er Pfund Wurfarm von Steamboat, den ich jetzt testweise mit der Survival teste. Daher schau vielleicht auch auf meinem Bogenkanal vorbei und trag dich beim Newsletter, bei unserem Bogensport Newsletter ein, dann kriegst du die neuesten Informationen zu dem 150er Wurfarm. Aber das ist eine andere Geschichte. So, jetzt habe ich hier die Tacticals, ja, auch mit dem Schnellsystem und natürlich billige Eigenwerbung mit unserem Universalhalter, aber egal. Nur da ist es jetzt blöd, ne? Also die kann ich nicht als Ganzes hier einpacken, außer es ist der Wurscht, dass oben der Schaft rausschaut, das ist natürlich klar. Und hier gibt es im Endeffekt nur
Drei Möglichkeiten. Möglichkeit A ist, und die wird den meisten nicht gefallen, dass du das System umbaust, dann sind diese Spannkrallen hier weg und du musst die Armbrust händisch aufziehen. Dann hast du im Endeffekt so einen Schaft, den du da raushandeln kannst, habe ich schon einmal hier vorgestellt, oben beim I-Klicken. Das wird den meisten nicht gefallen. Gut, das zweite ist, dass du dir einen Klappschaftadapter anschaffst. Gibt es bei uns auch im Shop, schau da vorbei. Denn dann klappst du das Ganze noch rum und dann geht es auch wieder rein. Und wenn du das alles nicht hast und sagst jetzt Klappschaftadapter und das ganze Zeug, das kaufe ich sicherlich nicht rein, dann musst du ganz einfach den Schaft hier abschrauben. Ja, mit der Buffer-Tube und alles ist gut und sowieso und überhaupt. Und ja, ich glaube, dann geht's rein. Natürlich geht es dann rein. Ich würde dann vielleicht auch noch hergehen und diesen Teil da abziehen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, daher, liebe Leute, groß und klein, kauft euch doch ein Multitool ein. Das ist, nein, jetzt ernsthaft, ich habe das schon einmal tatsächlich am Bogensportkanal beschrieben, dass die manchmal so fest sitzen, muss man dann mit einem Schlitz hier das Ganze aufschrauben. Es ist auch jetzt noch ein bisschen kalt hier, wobei also die Sonne kommt jetzt ein bisschen raus, wird jetzt wärmer hier im Buschkraftareal auf Aldolabadé. Aber das heißt drum, so habe ich aufgemacht. Also mit dem geht sie vielleicht, also mit dem Universalhalter schon, mit unserer Universalhalterung schon, aber mit dem Griff, ich finde das ein bisschen fummelig, daher runtergeben und auch mit reinwerfen, dann noch den Schaftadapter und vielleicht auch noch das Multitool. Und das ist das, was ich vorher beschrieben habe. Gell? Es ist vielleicht cool, dir da eine Tasche dazu zu checken, zum Außen drauf machen, weil innen ist dann eh so viel Zeug. Ja? Dass, also ich habe das gern dann außen oder... Das ist jetzt auch wieder billige Eigenwerbung. Du kriegst sowieso alles bei mir im Shop, alles bei mir im Shop. Ich habe es halt ganz einfach gern am Gürtel, hier mit unserer Gürtelscheide, dass man es am Gürtel tragen kann, an der Hüfte ist gut. Messer natürlich auch, das Simbo-Messer geht sich auch da drin aus. Und was ich jetzt noch nicht ausprobiert habe, aber das werden wir auch ausprobieren, nämlich am Bogensportkanal, da werden wir mal diesen ganzen Rucksack komplett bepacken mit unterschiedlichen Sachen, ob man das Steambo-Messer, das natürlich auch bei uns gibt und ich auch hier vorgestellt habe, da außen auf den Rucksack drauf montieren kann, weil das wäre natürlich optimal, denn drinnen ist halt blöd. Aber das heißt drum, passt alles rein, ist dann auch noch immer genug Luft für weitere Ausrüstungsgegenstände, also schön gemachter, cooler Rucksack. Also einfach jetzt auch nochmal ein Blick auf die Verarbeitung und die ist halt absolut top, auch bei den Glättflächen, bei den Ringen, bei den D-Ringen, bei den Schnallen, also überall merkt man einfach, dass hier höchste Qualität verwendet wurde und auch vom Design her und auch, das kann ich jetzt ganz einfach im Video, das kann ich nicht rüberbringen, aber wenn du das Material angreifst, du merkst einfach, okay, das hat was. Es gibt das Teil auch in Schwarz, also da ist nichts anders, brauche ich jetzt nicht besonders drauf eingehen, oder eben in Oliv. Momentan nutze ich ihn in Oliv, ja, weil es einfach für das Outdoor und den ganzen Bereich besser passt, aber wenn du urban unterwegs bist, bist du ganz einfach mit diesem schwarzen Rucksack und besonders wenn du es als Slingback ausführst, aber du kannst ja jederzeit wieder in den Rucksack gehen und vice versa, das finde ich super, bist du einfach total unauffällig, gell? Weil grün, aber ein schwarzes Slingback habe ich in unterschiedlichsten Ausführungen auch ganz zivil, ich bin sowieso zivil, ja. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, das fällt im Endeffekt überhaupt nicht auf und schön und kompakt kannst du dann sozusagen deine Armbrust transportieren von daheim am Schießplatz und wieder zurück und hast eben dieses Kartonproblem nicht, ja, von dem ich vorher beschrieben habe. Ich kann dir noch keine Langzeiterfahrung geben. Kann ich nicht, weil ich ihn noch nicht lang genug habe. Ich habe ihn jetzt schon getestet, nämlich konkret diesen hier und finde das ganze Teil sehr ansprechend, hat halt auch alles seinen Preis. Bitte, ich weiß, es werden wieder die Kommentare kommen, Preise, verrückte Rei, du verrückter Pharisäer, du willst einen Porsche haben. Nein, ich will keinen Porsche haben, ich will mit meinem Amarok weiterfahren, das ist das Einzige. Nein, made in Germany, das muss halt klar sein. Ja? Und das ist was anderes, als wenn es aus Asien kommt. Das bedeutet jetzt nicht, dass das aus Asien notwendigerweise schlechter sein muss, ganz und gar nicht. Ja? Ich will jetzt hier keinen direkten Vergleich zu anderen Herstellern machen, aber das ist nicht der Fall, nur man merkt schon, dass das höchste Qualitätsstufe ist und es ist halt mit
Menschen aus Deutschland gemacht, mit deutschen Steuersätzen, mit deutschen Sozialabgaben, mit deutschen Blablabla, ich brauche das nicht näher ausführen, und das ergibt halt auch einen dementsprechenden Preis. Es tut mir ganz einfach leid, ich habe aber auch Alternativen vorgestellt für den weniger, wenn du weniger ausgeben willst, das ist auch ganz klar, auch hier am Kanal, und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber wenn du das Premium-Produkt haben willst, das alle Stücke spielt und optimiert ist für das Armbrustschießen, nämlich mit der Steambrustinger, ob jetzt Tactical, Survival und wie sie alle heißen mögen. Combat, glaube ich, gibt es dann noch, okay, wie sie alle heißen, also genau, dann bist du mit diesem Rucksack oder diesem Slingback hier auf der richtigen Spur. Das war's. Billige Eigenwerbung, gebt dir den Link in meinen Shop, wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, gibt dir viele Sachen, die du da tun kannst. Wenn du Fragen hast, stell sie. Newsletter abonnieren und auch am Bogenkanal vorbeischauen, deine Reini Rossmann, und ciao, ciao.